Ja, servus die Mann und grüß euch die Buben. Wie ihr an den Eingangsbildern schon erkennen konntet, ich bin wieder mal in Macheck unterwegs, im Storchenparadies. Alles voll da oben auf den Baumwipfeln und selbst auf den Feldern stehen die Störche herum. Echt super. Ja, aber wir schauen jetzt ein bisschen weiter hinein und mal schauen, was uns noch alles vor die Cam fliegt, kreucht, fleucht oder sonstiges. Gehen wir. Ja, wir bewegen uns heute auch etwas auf Wegen wieder und von daher auch wieder mal quasi neutrales Gewandeln. Ja, bin gespannt, was wir alles sehen werden. So wie es auch ausschaut, wird hier einiges renoviert. Der Steg ist quasi gesperrt und wir müssen hier mitten durch den Fluss, der zum Glück ausgetrocknet ist. Ja, die ist schon ziemlich ramponiert, der Steg. Ja, sicher, gehört einfach neu hergerichtet und renoviert. Na, ich hoffe, ich habe mit euch nicht verirrt in den Jurassic Park, weil das ist ja eine Gaxe von einem Dinosaurier. Na, servus. Na, ich bin gespannt, was da noch auf mich zukommt. Also, falls ihr irgendwas brüllen hört oder wo ein Wasser zum Zittern anfängt, gebt mir Bescheid, weil dann habe ich die Hosen gestrichen voll. Oh oh, ich glaube, da kommt wer. Ich bin dann mal weg. Ja, der Steg ist nicht gesperrt. Schauen wir mal, ob es da überhaupt noch ein Wasser gibt oder ob da alles ausgetrocknet ist. Ja, viel gibt es nicht mehr. Nehmen wir so ein Tümpelchen, aber voll mit Linsen, diese Wasserlinsen. Ja, selbst hier fast alles ausgetrocknet. Ein bisschen Pfützerl, der Rinnsal, was das ist, aber wirklich nicht mehr sehr viel. Ja, da unten noch eine schöne Seerose. Und da hinten, ja, wie gesagt, wirklich noch mal ein richtiges Rinnsal. Ja, da wird mich weiter hinten noch viel weniger erwarten bei den kleinen Aussichtshäuschen. Und hier ist der Biberweg, aber die werden wir sowieso nicht sehen, noch dazu um die Zeit. Da ist Betreten verboten und wir müssen sowieso hier am Weg weitergehen. Ja, wirklich nur mein Tümpelchen, aber trotzdem noch sehr imposant anzuschauen. Natürlich auch hier liegen hier etliche Baumriesen. Ja, weiter geht es diesmal wieder über einen Steg, der ist nicht gesperrt. Ja, aber da werden wir auch darunter nicht sehen. Ja, da ist alles ausgetrocknet. Ja, die bewegen sich auch schon ordentlich und kein Wunder, wenn die alle nachgearbeitet werden müssen. Ja, trotz allem ist es wirklich sehr schwül heute. Auch wenn sich die Sonne hinter den Wolken versteckt. Ja, Stickli noch, dann bin ich bei der Hütte. Thank you.
Hier ist auf alle Fälle mehr Wasser drinnen. Ja, gehen wir in die Hütte. Maritzer Hütte. Ah, da ist es schon herrlicher. Ja, wenn ich den Zoom verwende, nehme ich halt die 405, die ist extrem leicht und auch optimal, bis auf den Ton halt. Aber den hole ich mir über das Rode Funkset und nehme es zusätzlich mit der Actioncam auf und synchronisiere es halt mit der Kamera hier. Ja, jetzt haben wir einen Schluck trinken. Wow. Ja, hier drin ist es angenehm, da geht ein bisschen ein Lüftchen durch. Ah, perfekt, aber um das Ganze noch perfekter zu machen, fehlt mir natürlich noch eine Kleinigkeit. Und ihr wisst, was das ist. Und das riecht jetzt einmal her. Jawohl, der ist fertig. Ja, wie ihr schon wisst, ihr kennt es ja schon auswendig, jetzt könnt ihr euch schon selber erzählen, aber Prost an alle meine Krankensaison und dann noch Prost an alle, denen es gut geht. Ah, ich werde euch da mal ein bisschen durchs Fenster hinausstoßen. Dass ihr ein bisschen mehr seht. Ab und zu springt da ein Fisch, aber ob ich den auf die Kamera bringe, glaube ich fast nicht. So, jetzt noch AD-Lackerl. Ja, dann werden wir schon langsam zusammenpacken und wieder Richtung zum Auto zurück. Ja, war auf alle Fälle sehr schön da, hat mir sehr gefallen. Auch wenn wir nicht viele Tiere gesehen haben, aber ja, kann man nichts machen. Aber dafür ist die Gegend umso schöner gewesen, also echt super. Ja, na dann machen wir schon langsam alles dicht und Richtung heimwärts gehen wir wieder schön langsam retour. Also das, was mir auf alle Fälle aufgefallen ist, hier sind wahnsinnig viele Libellen unterwegs. Wahnsinn, und das sind richtig große Libellen. Ja, Freunde, wir sind am Auto zurück und wie ihr seht, es beginnt gerade leicht zu regnen, dürfte aber nur eine Wolke sein. Ja, rechtzeitig am Auto angekommen. Ich sag mal wie immer, danke fürs Mitlaufen, danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und sehr was die Malen und pfiat euch die Burm.